herzlich willkommen bei Mrs. Greenery, herzlich willkommen in meinem Kreativatelier. Das ist das erste Video im neuen Jahr, das ich hier im Kreativstudio für euch drehe. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, dass wir gemeinsam kreativ sein können, denn heute kommt eine tolle winterliche Frühlingsdeko-Idee. Obwohl, nennen wir sie Frühlingsdeko, aber perfekt ist so zwischen dem Wechsel von Weihnachten zu Frühling, dem Wechsel von Weihnachten zu Winter. Man möchte jetzt ja mittlerweile schon ein bisschen was Frisches haben. Im letzten Video habe ich ein bisschen vorgegriffen, da habe ich euch ja schon die erste Osterdeko gezeigt, aber ich konnte nicht widerstehen. Aber heute bleiben wir in der Saison, sprich ich zeige euch heute eine tolle Naturdeko für Januar und Februar und vielleicht sogar noch bis März. Man kann die dann sogar noch als Osterdeko umdekorieren. Das werde ich euch dann auch noch zeigen, sobald es soweit ist. Aber ich würde sagen, heute bleiben wir erstmal bei der tollen winterlichen natürlichen Frühlingsdeko. Hier hat es gerade in meinem Mooskarton gerappelt. Ach, die Inka ist da. Mein Kätzchen, die kennt ihr ja schon, gell? Die war auch schon öfters im Video. Also, was machen wir heute? Schaut mal, ich habe das tolle Glas mitgebracht. Das hat einen relativ weiten Durchmesser. Und da rein möchte ich diese schönen Hyazinthen dekorieren. Ich habe mal zwei Töpfchen mitgebracht. Wir brauchen natürlich nur eines. Dann habe ich mitgebracht Moos. Heute getrocknet, aber ihr könnt da auch wirklich gerne frisches Moos verwenden. Dann ein bisschen Birkenreisig. Nochmal eine schöne Auswahl an getrockneten Moosen und Flechten. Unter anderem Bollenmoos und Islandmoos. Dann habe ich noch einen kleinen Rest vom Stacheldraht dabei. Und ein paar Flechten. Ich muss mal gucken, was wir heute einsetzen, denn ich habe natürlich auch noch einiges an frischem Material da. Schaut mal, das sind einmal frisch knospende Kirschzweige. Weidekätzchen, die kommen auf jeden Fall zum Einsatz. Strandflieder denke ich eher nicht, aber die Heidelbeere auch. Die kommt zum Einsatz. Pistaziengrün denke ich auch eher nicht. Aber ich habe gedacht, ich bringe einfach mal alles an frischem Material mit, was ich gerade auch online im Shop habe. Zum Thema Weidekätzchen, ich weiß, viele Für viele ist Weidekätzchen der Inbegriff von Ostern. Das ist es bei mir definitiv nicht. Denn ich finde, wenn man sie Anfang des Jahres dekoriert, im Januar, Februar, dann bringen sie schon noch so ein bisschen einen winterlichen Touch. Denn die kleinen Weidekätzchen sehen doch ein bisschen aus wie dicke Schneeflocken. Deshalb dekoriere ich die wirklich auch schon ab Januar. Und ich würde sagen, wir fangen an mit unserer Deko. Ihr kommt wieder zu mir ins Detail, dann könnt ihr ganz genau beobachten, wie ich es mache. Ihr bekommt dann wieder Tipps und Tricks, Tipps und Tricks, so wie ihr es von mir kennt. Und ich würde sagen, legen wir los. Ich freue mich, gemeinsam mit euch kreativ zu sein. So, meine Lieben, da sind wir. Los geht's. Also, mein erster Tipp, schaut, ob ihr die Pflänzchen so reinbekommt. Bei mir wird es ein bisschen knapp, deshalb werde ich etwas Erde wegnehmen. Also je nachdem, wie groß euer Pflanzgefäß ist, ihr könnt da natürlich auch nur eine Hyazinthe reinsetzen. Gerade wenn ihr vielleicht ein Pflanzgefäß habt, das nicht ganz so groß ist, dann, ich zeige euch mal, wie ich das mache, ich entferne dann einfach das Plastiktöpfchen. Wow, die sind schon super gut verwurzelt. Das ist schon mal Qualitätsware. Schaut mal, ich entferne das Töpfchen und nehme dann einfach Erde ab. Ganz ehrlich, die blühen euch auch, wenn sie gar keine Erde mehr dran haben. Also, ihr könntet die jetzt auch teilen. Das heißt, ihr könntet hier jetzt eine Zwiebel wegbrechen, unten einfach auseinanderreißen und dann könnt ihr die in euer etwas kleineres Gefäß stellen. Guckt einfach mal, was ihr für eine Größe habt. Ansonsten, wenn ihr so ein großes Gefäß habt, wie ich es habe, dann lasst ihr sie natürlich so im Dreiertuff. Also ich nehme jetzt noch ein bisschen was außen ab und dann glaube ich, komme da auch ganz gut hin. So, das haben wir schon mal vorbereitet. Na, heute gibt es wieder schmutzige Finger, aber das ist auch mal wieder schön, wenn man in der Erde wühlen kann. Das vermisse ich ja schon immer ein bisschen bei der Winter- und Weihnachtsdeko. Da kommt das viel zu kurz. Bevor wir jetzt die Frühlingszwiebel reinsetzen,
nehmen wir Moos. Ihr könnt gerne frisches Moos nehmen, wollte ich eigentlich nehmen, aber ich war ehrlich gesagt zu faul, um nach hinten zu laufen. Drum habe ich in die getrocknete Mooskiste gefasst, die ich hier im Kreativzimmer habe. Und das Schöne daran ist, das getrocknete Moos wird natürlich auch wieder feucht, sobald ihr die Zwiebeln gießt. Jetzt, wieso, weshalb, warum Moos? Ihr müsst die Zwiebeln natürlich immer wieder mal ein bisschen gießen. Und aus diesem Grund machen wir Moos unten rein, denn das Moos nimmt dann die Feuchtigkeit auf und ihr habt dann unten drin nicht immer so einen See. Schaut mal, jetzt gucken wir mal von der Größe, wie wir hinkommen. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist mir fast ein bisschen zu hoch. Die gucken dann nämlich schon oben raus. Ich hätte gern, dass die ein bisschen tiefer sitzen. Das heißt, ich nehme mir jetzt ein Messer und schneide einfach diesen unteren Bereich ab. Einen Moment kurz, ich muss schnell das Messer holen. Ihr seht schon, Vorbereitung ist alles. Ich habe gedacht, ich hätte heute nichts vergessen. Die Schere liegt parat, aber ans Messer habe ich nicht gedacht. Aber hey, ist kein Problem, ist alles um die Ecke. Und guckt mal, ich nehme jetzt einfach den Tuff und schneide hier unten eine Lage ab. Das macht den Zwiebeln gar nichts aus. Die wachsen trotzdem noch richtig, richtig gut. Denn die Wurzeln, die wir dran lassen, die sind vollkommen ausreichend. Und schaut mal, schon ist es einiges kleiner geworden. Also den Tuff nehme ich jetzt und setze ihn einfach mal langsam rein. Und dann gucken wir auch, wie es aussieht. Ja, schaut mal. So habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger, was meint er? Ich muss jetzt mir jetzt mal angucken. Obwohl, ich finde es eigentlich so ganz süß. Sie spitzen schon ein kleines bisschen oben raus. Nee, ich würde sagen, wir lassen das. Das ist okay so. Wenn ihr sowas vielleicht auch bei euch im Kreativzimmer macht, also besser gesagt, wenn ihr so eine Aktion, wie ich jetzt hier gerade, nicht draußen im Garten oder in der Garage macht, dann empfehle ich euch einfach immer, stellt euch ein Gefäß bereit, in das ihr dann die Erde reinfüllen könnt, die übrig bleibt, und dann danach wieder gut abkehren. Dann habt ihr eine schöne, saubere Arbeitsfläche. Das habe ich mir dieses Jahr auch vorgenommen, ein bisschen sauberer zu arbeiten. Sprich, nach den einzelnen Arbeitsgängen einfach kurz durchkehren, dann sieht wirklich alles netter aus und es lässt sich auch wieder viel, viel schöner arbeiten. Also ganz ehrlich, ich finde, das sieht jetzt schon richtig cool aus, aber wir sind noch lange nicht fertig. Wenn es Ostern wäre, würde ich hier unten alles mit Wachteleiern auffüllen. Das sieht richtig toll aus, aber so weit sind wir ja noch nicht. Deshalb wollen wir heute zum einen mal mit Birkenreisig arbeiten, aber auch mit den Weidekätzchen und ein bisschen mit der frischen Kirsche. Und als Highlight setzen wir noch ein bisschen, oder besser gesagt ein paar Flechten und etwas Islandmoos rein. Also, ich beginne mit dem Birkenreisig. Ich nehme feine Äste. Übrigens, das ist noch vom letzten Jahr. Das ist richtig toll eingetrocknet. Und die feinen Äste, schaut mal, die sind immer noch biegsam. Das ist echt krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die im nächsten Jahr, wenn sie getrocknet sind, immer noch so toll biegen kann. Aber es funktioniert. Also meine Idee ist jetzt, ich möchte das Birkenreisig hier so unten rumlegen, dass es schön natürlich aussieht. Es darf ruhig auch ein bisschen oben rausstehen. Ganz so, wie es fällt. Da gucken wir uns einfach mal, wie wir das auch reinbekommen. Einfach mal ganz, ganz locker reinlegen. Man hätte auch vorab ein Nest machen können, das schon mal reinlegen. Aber ich wollte heute einfach mal um die Hyazinthen herum dekorieren und habe mir gedacht, dass das doch auch ganz gut funktionieren müsste. Das wird doch wunderbar. Also, ihr könnt da mal gucken. Ich habe momentan auch ja wieder Birkenzweige bei mir im Sortiment. Die sind, glaube ich, aber ohne die kleinen Würstchen. Wisst ihr eigentlich, ob die Würstchen einen Namen haben? Dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Ich sage da immer Würstchen dazu, aber ich kann mir vorstellen, dass die bestimmt auch einen Namen haben. Schreibt es doch mal unten rein. Das würde mich echt interessieren.
Also, und guckt mal, jetzt haben wir schon mal das Birkenreisig unten drin. Und schaut mal, wie schön das hier schon aussieht. So richtig nett, natürlich. Aber ich möchte auch noch ein bisschen Frische unten reinbringen. Wenn euch jetzt ein Blatt abknickt beim Arbeiten, so wie mir, gar nicht schlimm. Einfach abschneiden oder wegbrechen. Und das macht der Hyazinth gar nichts. Schaut mal, Heidelbeere. Also ich sag's euch gleich, Heidelbeere, die kommt definitiv bis zum Sommer, bis zum Herbst jetzt wieder in den Einsatz bei meinen Do-it-yourself, so wollte ich sagen. Heidelbeere trocknet euch wunderschön ein. Sie bleibt so grün, auch wenn sie eingetrocknet ist. Sie bringt immer Frische. Sie hält wirklich ewig, auch wenn er sie im Wasser stehen lässt. An Ostern oder so um Ostern rum fängt sie an zu blühen. Dann bekommt sie kleine weiße, gelbe Blüten. Und ja, also ich liebe die Heidelbeere. Und auch, was auch ganz toll ist, sie ist echt günstig. Also, ihr bekommt da, ich glaube, so einen Bund bei mir für 4,90 Euro. Und der ist richtig toll. Da könnt ihr wirklich viele Do-it-yourself draus machen. Und ihr werdet es gleich sehen, sie bringt einfach eine tolle Frische in unser Arrangement. Sie ist heute so ein bisschen der Gegensatz zu unserem Birkenreisig. Und hier müsst ihr, oder besser gesagt, dürft ihr jetzt nicht sparen. Also ihr müsst das wirklich gut ausfüllen, damit ihr dann auch am Schluss den Effekt erzielt, den ich heute erzielen möchte. Nämlich Lust auf Frühling, Lust auf Grünes, Lust auf den kommenden Frühling eigentlich, gell? Momentan ist ja draußen echt useliges Wetter. Wir haben hier schon Dauerregen seit Tagen. Aber irgendwann kommt der Frühling. Ich finde, der Winter war lang genug. Und ich hätte jetzt wirklich Lust auf Frühling. Deswegen holen wir uns auch heute den Frühling mit diesem Arrangement in unser Zuhause. So, ich drücke das Ganze jetzt noch ein bisschen nach unten. Aber schaut mal, wie toll das schon aussieht. Das ist doch wieder Natur pur. Ich finde, es darf aber noch ein bisschen mehr Heidelbeere rein. Ein kleines bisschen mehr Heidelbeere. Also ihr dürft da ruhig gut runterdrücken. Drücken, da passiert nichts. Ich hole gerade noch mal den frischen. Guckt aber, dass ihr hier auch lieber wieder die etwas filigraneren Stücke nehmt, denn die könnt ihr einiges leichter biegen. Und dann einfach rein damit. Und als Topping von unserem schönen Arrangement holen wir jetzt mal noch die Weidekätzchen. Übrigens, die Bunde sind so, so wunderschön, die ich jetzt gerade im Sortiment habe. Schaut euch das mal an, die sind super schön lang. Wirklich beste Qualität. Ich fange jetzt einfach mal an zum Schneiden. Also, wer weiterhin sagt, Weidekätzchen, das ist für mich nur mit Ostern zu vereinbaren. Ihr lasst die Weidekätzchen einfach weg. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe da heute aber Lust drauf, denn mich erinnern Sie, bei der momentanen Wetterlage, oder besser gesagt, wir haben ja Januar, da erinnern Sie mich einfach an Schneeflocken und deshalb dürfen Sie rein. Und schaut mal, was ihr auch machen könnt. Ich habe das gerade hier gemacht. Ihr könnt die einfach hier, Hemmers, einfach so ein bisschen nach unten sticken und dann bekommt das auch etwas dreidimensionaler hin. Also ich habe jetzt welche oben drauf gelegt. Schaut mal, das sieht so aus. Und dann habe ich sie aber auch so ein bisschen nach unten reingestickt. Ihr wisst ja, die Natur ist auch in diesem Jahr unser Vorbild und wird es bei mir immer sein. Und in der Natur gibt es immer wieder mal auch ein paar Querschläger, die so ein bisschen anders wachsen. Und deshalb finde ich, darf man die auch hier so nach unten stecken. Und nehmt immer wieder mal euer Arrangement hoch und guckt euch an, wie das Ganze aussieht, ob es euch gefällt, ob vielleicht noch irgendwo was fehlt. Vielleicht seht ihr irgendwo eine Lücke und sagt, oh, da muss unbedingt noch was rein. Aber ich finde es manchmal auch ganz schön, wenn dann vielleicht noch so ein, zwei Lücken sind. Denn es muss ja nicht komplett geschlossen und komplett stimmig sein. Also stimmig schon, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man so ein Naturarrangement nachmacht,
oder besser gesagt, wenn man die Natur imitieren will, dann gehört es auch dazu, dass vielleicht manchmal irgendwo ein paar kleine Löcher sind. Jetzt greife ich als nächstes zur Kirsche. Schaut mal, ich habe gerade schon einen kleinen Zweig abgeschnitten. Also wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir können auch die kleinen Zweige hier unten mit reinarbeiten. Wahrscheinlich werden die aber nicht knospen. Aber ich würde mal sagen, das ist gar nicht mal so schlimm. Und ansonsten zeige ich euch gleich, was ich noch vorhabe. Also ich stecke die jetzt einmal noch so ein bisschen unten rein in unser Arrangement. Und je mehr Materialien ihr hier hernimmt, umso natürlicher sieht es auch aus. Also guckt euch einfach mal um, wenn ihr draußen unterwegs seid. Ihr könnt auch ein bisschen gegenläufig stecken. Sprich, ihr müsst nicht immer genau in eine Richtung stecken, sondern ihr könnt das ruhig auch ein bisschen variieren. Das macht das Ganze dann wirklich interessanter. So, und das war meine Idee. Ich möchte so kleine Kirschzweige einfach so ganz locker reinstecken. Und normalerweise, ich behaupte es jetzt einfach mal, wenn ihr das Arrangement immer gut wässert, dann müssten die euch auf jeden Fall auch austreiben. Aber ihr müsst wirklich aufpassen, dass die regelmäßig Wasser abbekommen. Und ja, dass ihr einfach dran denkt, sie gut zu wässern. Ihr wisst ja, wir arbeiten immer mit ungeraden Zahlen. Ich wurde neulich auch gefragt, wieso, weshalb, warum. Das macht es stimmig fürs Auge. Also gruppiert eure Gruppen mit 3, 5, 7 Stück. In diesem Fall mache ich jetzt oben auch 3 Zweige rein. Und zum Abschluss, ich schneide mir hier gerade von meinem Stämmchen ab, zum Abschluss legt ihr hier oben drauf einfach auch noch ganz frech ein paar Kirschzweige. Und schaut mal, die dürfen ruhig auch ein bisschen rausgucken. Schaut mal, diesen gegabelten, den stecke ich jetzt einfach mal hier so rein. Machen wir es eher so, dann sieht es natürlicher aus. Also spielt da einfach ein bisschen mit dem Material. Und bei diesem Arrangement ist wirklich auch wieder, oder gilt die Devise, je mehr, je besser. Also geht's da nicht mit dem Material. Was wir jetzt noch machen können, ich würde das jetzt, glaube ich, erstmal so lassen. Mir gefällt es so ganz gut, obwohl vielleicht... Ne, ich mache noch ein paar Kirsche. Ich mache noch ein bisschen was von der Kirsche rein. Ich finde, das kann jetzt ruhig noch mit dazu. Wir machen noch ein paar Kirschzweige mit rein. Ja, ich möchte noch ein bisschen Höhe ins Arrangement bringen. Also, was wir jetzt noch machen, wir nehmen noch ein bisschen getrocknetes Moos. Wir könnten aber auch, ich muss gerade mal gucken, schaut mal, ich habe jetzt das hier auch noch mitgebracht. Aber das Bohlenmoos, das ist mir fast zu viel. Wer jetzt nämlich sagt, ach, ich hätte gar noch ein bisschen Winter, mir ist das mit dem Frühling doch noch zu früh, dem empfehle ich noch so ein paar Flechten mit reinzumachen oder so ein bisschen getrocknetes Islandmoos. Schaut mal. Das bringt dann auch gleich wieder eine winterliche Stimmung in unser Arrangement, noch zusätzlich zu den Weidekätzchen. Also ich glaube, ich entscheide mich heute für Flechten. Was ich auch noch da hätte, so ein bisschen getrocknete Arizona. Aber, und noch das dunkle Islandmoos, aber die Flechten, die gefallen mir heute am besten. Die hole ich gerade mal hier in meinem Körbchen. Und was wir ja auch noch haben, das ist der Silberdraht. Also schaut auch wieder, dass ihr die Flechten so ganz, ganz natürlich verteilt. Nehmt da lieber kleinere Stücke, nicht so große, denn sonst kann es relativ schnell zu bullig werden.
Und das Ganze sieht dann nicht mehr natürlich aus. Also einfach so ganz kleine filigrane Stücke. Und ich habe meins jetzt nach Schichten aufgebaut, das habe ich aber auch absichtlich gemacht. Ihr hättet auch alles von Anfang an durchmischen können, aber ich finde, da muss man dann echt aufpassen, wenn man das so macht, denn das kann dann auch ganz schnell nach hinten losgehen und dann habt ihr so ein riesiges Durcheinander bei euch im Topf, das einfach nicht mehr schön aussieht. Deshalb habe ich heute so ein bisschen in Lagen gearbeitet. Das Ganze vermischt sich natürlich sowieso, aber eben nicht ganz so extrem, wie wenn ihr gleich, also wie wenn ihr gleich von Anfang an das Ganze in verschiedenen, also schon beim Schichten, ich sage jetzt einfach mal Schichten, ihr kennt es vielleicht vom Schichtkuchen, wie wenn ihr es da gleich durchwechselt. Ich würde sagen, das reicht auch schon. Jetzt ist die Frage, sollen wir noch ein bisschen was von dem getrockneten Silberdraht reinnehmen? Nee, das machen wir nicht. Ich finde, da ist auch zu Hälfte unser Arrangement. Das sieht nicht gut aus. Den lassen wir weg. Ich gucke es mir jetzt gerade noch mal an. Ja, super. Doch, ich bin begeistert. Das darf so bleiben. Richtig, richtig schön geworden. Das Einzige, was mir jetzt nicht so gefällt, das ist diese Flechte. Die ist mir echt ein bisschen zu plakativ. Also ich gucke gerade mal noch nach einer anderen. Und seht ihr es, wenn ihr jetzt sagt, ach, jetzt übertreibst du, aber nee, das sind die kleinen Dinge, die es dann im Endeffekt wirklich ausmachen. Ob da jetzt so ein Flatschen liegt, so eine Kugel, oder ob man hier, schaut mal, so was Kleines, Filigranes, Natürliches, wie es eben auch auf dem Waldboden vorkommt. Das macht einfach den Unterschied. Jetzt bin ich zufrieden. Dann, was ich auch noch mitgebracht habe, sind Schnecken. Ich hatte heute ein bisschen Lust auf Farbe. Schaut mal, die Kupfernen würden super gut reinpassen, aber auch die natürlichen. Was soll man nehmen? Muss mal gucken. Ich glaube fast, ich entscheide mich heute für Kupfer. Oder was meint er? Sollen wir Natur pur machen? Wir machen Natur pur. So wie ihr mich kennt, ich bleibe dabei. Die Kupfernen sind echt auch schön, aber sind doch ein bisschen anders, gell? Deshalb, wir machen Natur pur und lassen die so ganz elegant reinrieseln. Vielleicht hier oben noch eine. Aber guck, dass er nicht zu viel reinmacht. Das ist mir schon fast eine zu viel. Ja, das lassen wir so. Ich hoffe sehr, ich konnte euch mit diesem kleinen, schönen Arrangement eine Freude bereiten. Und man braucht wirklich nicht viel dazu. Klar, so die frischen Materialien sollte man schon da haben. Vielleicht habt ihr aber auch was im Garten. So ein Gläschen habt ihr bestimmt zu Hause. Und denkt daran, ihr könnt das auch in verschiedenen Größen fertigen. Ihr könnt auch Einmachgläser nehmen oder die tollen Glas-Joghurtgläser. Da passen dann zwar nicht drei Hyazinthen rein, aber mit einer Hyazinthe funktioniert das auch ganz, ganz wunderbar. Soll ich euch da vielleicht noch ein paar Deko-Ideen zeigen? Ja, ich glaube, das machen wir im nächsten Video. Mal gucken. Und dann einfach schön schichten, Moos unten als Grundlage und ihr habt ein super schönes Arrangement, das sich herrlich auf eurem Esszimmertisch macht, auf dem Fenstersims. Und natürlich macht sich das auch perfekt als Geschenk für liebe Menschen. Also guckt einfach mal. Und ihr wisst ja, ihr dürft mir gerne Bilder zuschicken von eurem Arrangement, würde mich riesig freuen. Ansonsten hoffe ich, euch geht's gut. Ich habe jetzt gerade die erste Arbeitswoche hinter mir und sie war ehrlich gesagt unstressiger als gedacht. Ich habe gedacht, es ist viel los, aber ich habe gedacht, es wird alles stressiger. Es war aber echt okay. Kommende Woche, die wird ein bisschen stressig, viel Termine, aber auch gute Termine, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr seid jetzt auch gut in die Woche gestartet. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ich weiß ja aber auch nicht immer, wann ihr das Video anschaut, gell? Von dem her ist es immer schwierig, das so zu sagen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch mit meinen einfachen Naturdeko-Ideen inspirieren kann. Denn sowas kann wirklich jeder nachmachen. Also befolgt es einfach Schritt für Schritt und ihr bekommt das im Handumdrehen hin. Ich sage danke, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich
Das bedeutet mir die Welt und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer sofort Bescheid, wenn von mir ein neues Video online geht. Und jetzt sage ich wie immer, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Greenery.